bevor das Video startet, habe ich noch was zu sagen. Das Video dient rein den Unterhaltungszweck und sollte nicht anders gesehen werden. Keine im Video getroffenen Aussagen spiegeln meine politische Einstellung oder Meinung wider. Sämtliche Aussagen sind rein auf das Spiel und die dort vorkommenden Ereignisse zu beziehen. Ich wünsche noch viel Spaß beim Schauen. So Leute, willkommen zurück bei Hearts of Iron 4. Wir sind hier mit unserem polnisch-litauischen National... Warte mal, so kann ich nicht lesen. Und hier ist es nicht zu sehen. Auf jeden Fall, wir sind wieder hier mit unseren... Ach ja, polnisch-litauischen Nationengemeinschaft. In der letzten Folge haben wir Russland zu unserer Marionette gemacht. Deutschland hat uns den Kaukasus geklaut, aber mein aktueller Plan ist, Kommentaren Krieg erklären. Wenn wir das gemacht haben, Iran, Irak, Türkei, Afghanistan, Pakistan und Britisch-Indien den Krieg erklären. Für die, die hier als unsere Marionetten haben und vielleicht sogar, hier würde ich gerne die Ölfelder erobern. Genauso hier die Ölfelder. Hier will ich auch teilweise die Rohstoffe. Hier sollen Russland teilweise noch Gebiete bekommen. Und Britisch-Indien, halt, damit wir eine Layer of Defense hier in dieser Gegend haben. Vielleicht nehmen wir auch noch Sibai San für die Mongolei mit ein. Und Tibet, dass die Mongolei sozusagen sich hier nochmal durchteilt, dass wir das hier in Ruhe ausschalten können, ohne dass sie Verstärkung kriegen. So. Danach ist noch ein Land so richtig ohne Nation. Großbritannien. Danach konzentriere ich mich auf Großbritannien, Belgien, Südafrika und einfach so möglichst viel Marionetten zu bekommen und möglichst viel Boden. Nebenbei bin ich dabei, gerade die Heimatnation auszubauen, weil unser nächster Krieg, ich sage das einfach mal, geht gegen den Europäischen Verteidigungsliga. Wir werden Deutschland, Österreich, republikanisches Italien, wir werden all gegen diese Länder hier kämpfen. Nur um... Nein. Das können wir mal kurz machen. Warte. Spanien gehört auch uns? Oh, das macht es umso einfacher, nachher gegen die ganzen zu kämpfen. Was ich jetzt meine, ist, damit wir später die Großunion ausrufen können. So, und dafür machen wir jetzt einfach weiter. Zeit läuft. Bisschen schneller, damit wir vorankommen. Und, ja. Widerstände in besetzten Gebieten, das ist klar. So, wir brauchen Radarstationen. Wir werden von leichten Panzern auf mittlere umsteigen. Ein Radar, wir werden uns hier richtig eingraben. Es geht sogar 10er Bunker in dieser Defensivlinie hier oben. Vielleicht sogar auch so 10er Defensivbunker. Wir werden, die Küsten verteidigen. Also wir werden uns wir werden uns hier in Polen richtig eingraben und werden erstmal hier oben in Asien so unseren Krieg führen. So, unsere Truppen sind gerade dabei, dahin zu marschieren, wo sie sollen. Wir haben ziemlich viele feindliche Truppen. Verbündete Truppen noch hier, die jetzt zu ihren einzelnen Plätzen gehen. Ich will das Netzwerk hier auch noch ausbauen. Das Netzwerk hier wegen... Na, haben wir hier irgendwas? Nein. Hier irgendwas? Nö. Für die Möglichkeit, dass wir, Versorgung hier haben. Das müssen wir allgemein eine Frontlinie dann machen, wenn wir gegen die EU in den Krieg ziehen. Aber gut, Spanien gehört uns. Dann können wir von Spanien einfallen. Von hier können wir einfallen. Wenn wir das hier alles haben. Hier draus würde ich eine riesige afrikanische Marionette machen wollen, damit ich mich hier nicht drum kümmern muss erstmal. Bin mir auch gerade nicht bewusst, haben die hier gute Rohstoffe? Na komm, Spiel. Öl ein bisschen. Belgien könnten wir uns holen? Nee. Keine nennenswerten Rohstoffe, ich würde sagen. Wir sind noch nicht so weit. Ich würde tatsächlich Großbritannien, Belgien, Portugal, Südafrika, das hier unten würde ich alles in ein großes Land machen. Aber den Kanal würde ich mir nehmen. Dass ich mir sozusagen diese Ecke hier nehme, um den Kanal selber zu halten. Nee, warte mal, wenn ich den zu meiner Marionette mache, dann sollte er auch, selbst wenn ich ihn hier in den Krieg rufe, nicht mitmachen. Passt. Ich weiß nur noch nicht, wie wir Großbritannien aus dem Weg räumen. Das schaffen wir nicht. So.
Da wir jetzt aber neben, also das hier mache ich jetzt noch zu Ende. Das finde ich nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Da kriegen wir umsonst Ausrüstung und Truppen. Eine Eisenbahn verbessern und dann halt, das ist schon mal sehr nice. Nebenbei ist die Sache, was machen wir? Ne? Nebenbei sollten wir das hier machen. Aber ich glaube, wir machen ganz kurz erstmal diesen Plan hier zu Ende. Genauso sollten wir hier uns um Danzig kümmern, alleine um die Schiffsproduktion in Laufen zu bekommen. Aber ich würde gerne hier, ach, das ist so viel, was man machen kann. Und manchmal ist es nervig, da die meisten Sachen über 70 Tage dauern. Gut. Danzig erobern, was kriegen wir denn hier? Nazi-Partei verbieten. Kreuzermodelle. Ich würde tatsächlich, das klingt blöd. Ich würde tatsächlich eher auf Entwicklung des polnischen Schiffsbaus gehen, anstatt auf 20. Wait a second. Haben wir wirklich so viel Widerstand? Nö. Wir gehen einfach auf den polnischen Schiffsbau. Wir werden nachher noch unsere Ressourcen ausbauen, so gut wir können. Ich will die, vor allem die Kreuzer-U-Modelle. Vielleicht müssen wir auch eine Landung in Dänemark, Schweden und Norwegen machen, damit wir diese Länder unter eins vereinen können, von mir aus oder so. Weil ich brauche hier die Zugangsrechte. Warte mal, gab es nicht irgendwo welche? Warte. Genau. Das hier will ich haben, diese Zugangsrechte will ich haben und dicht machen. Ich weiß, Deutschland kann hier durch ihren blöden Kanal noch durch. Aber wenn wir dann hier ganz viele U-Boote und Flugzeuge haben, das hier abdecken, können die uns nichts haben. Ja, ich weiß, dafür müssen wir auch überhaupt erstmal welche produzieren und wir werden nicht gegen die Menge der Deutschen ankommen mehr. Also die werden jetzt schon so viele Luftwaffe haben, dass wir da nicht gegen ankommen. Wie viel produzieren die denn in der Luftwaffe? Ja. Gut. So viel gar nicht. Sind gerade mal 2K. Haben wir wahrscheinlich auch einfach viel verloren. Also wie gesagt, es wird jetzt ein riesiger Aufbau. Wir müssen uns jetzt hier ready to go machen. Tanu, Wa, Mongolei. Es wird ein langer Weg wieder fit zu werden für einen Krieg, also gerade gegen die Deutschen. So. Schicken wir ihnen unsere 125 Tage. Wir werden den Krieg aber nicht direkt beenden. Wir werden versuchen, möglichst entspannt das zu machen. Oh lol, wir können einmal komplett darum. Nice. Damit wir sozusagen alle Zeit haben, die Länder hier zu erobern. Weil die Mongolei darf, glaube ich, erst fallen, wenn die anderen erobert sind. Deswegen, sonst kommt zu frühe Friedensverhandlungen. Also Afghanistan, Iran, Pakistan, Irak, Türkei und Saudi-Arabien von mir aus. Wobei Saudi-Arabien interessiert mich nicht. Nur diese 1, 2, 3, 4, 5 Länder. Vielleicht sogar noch British, Indien. Müssen wir mal gucken. Was mangelt es sonst, Gummi? Das holen wir uns von Niederländisch-Indien. So, wunderbar. Wir haben 1,4 Millionen Manpower. Wir haben nicht sehr viel verloren. Und nebenbei will ich ganz schnell eine riesige Zivilindustrie aufbauen, die wir notfalls ja auch noch umbauen können. Zu einer Militärindustrie. Aber erstmal, damit wir alle Bauarbeiten sehr schnell durchkriegen. Vor allem wichtig ist auch, dass wir das, ach Gott, dass man jetzt bei seinen Verbündeten bauen kann, irritiert mich. Dass wir das Straßennetz ausbauen. Das brauche ich nämlich auch. Das ist nicht so wichtig wie das Schienennetz. Nein, das ist Deutschland. Aber ich will in meiner Region ein gut ausgebautes Straßennetz haben, damit ich meine Truppen gut bewegen kann und auch nicht viel Öl dafür verbrauche, weil wir haben
noch niemand, noch keine Quelle so wie den Kaukasus. Und mir geht es auch darum, dass wir hier auch in Russland beispielsweise einen stabilen Standpunkt haben für unsere Truppenbewegung. Das kommt den Russen auch zugute. Gerade hier unten will ich meine Sachen gut ausgebaut haben, wenn wir denn in den Krieg ziehen. Für mich ist es wichtig, dass wir dann bis hier oben sozusagen hier hinten denn das ausgebaut haben. Wir sind ja auch sozusagen diejenigen, die Russland zwischen an die Hand nehmen, bis sie ready to go sind. Was noch eine Weile dauert. So, und dann halt an den Knackpunkten will ich mindestens eine 7er Bunkerlinie haben, vielleicht sogar mehr. Dafür brauchen wir auch sehr viele Sachen zum Bauen. Was ist denn hier für ein... Warum wollt ihr gegen die Krieg führen? Die sind doch eine Marionette von Frankreich. Frankreich ist bündnislos. Oh, das macht es gut. Aber ich will nicht gegen Frankreich in den Krieg ziehen, während wir gegen die Mongolei kommen. Nachher kommt noch Deutschland und klaut mir hier Länderchen da unten. So, wir könnten noch einen Spezialisten reinholen. Oder? Ah ne, es geht ja nicht, weil die... Den hätte ich gerne tatsächlich, Luftüberlegenheit. Als nächstes wollen wir uns auch auf Luftwaffe und fokussen, die Sachen zu weiter zu entwickeln. Bedingt auch hier drauf, dass wir die Panzer und Ausrüstung bekommen, die wir brauchen. Das wird ziemlich heftig, dass wir jetzt das Land wieder auf Vordermann kriegen. Aber es muss getan werden. Die deutschen Truppen kommen mit an die Front, das macht es natürlich für uns ein bisschen schwerer. Wären aber nicht garantiert, ne. Wunderbar. Exil rechtfertigen. 240 Tage. Der Iran ist wichtiger als Afghanistan. Dennoch bevorzuge ich, ja doch, wir machen eine allererste Offensive hier in Iran. So einfach ist das. Wir machen hier die Offensive. Und versuchen dann aber kurz darauf auch einfach hier eine zu machen. Wenn wir die beiden haben, Tanuvar kommt weg. Wir versuchen erstmal nur Tanuvar zu erobern. Danach versuchen wir hier einen Stillstand zu haben. Nebenbei erklären wir Xibai Sanma den Krieg. Also ich versuche wirklich hier einmal so eine Schneise durchzumachen. Nepal ist mir scheißegal. Weil wir können ja auch unsere Truppen von Britisch-Indien hier durchmarschieren lassen. Mongolei kriegt das ja einfach alles, denn auch nachher das. Britisch-Indien kann Pakistan kriegen. Ah ne, geht ja gar nicht. Geht gar nicht. Doch, nein, vielleicht. Müssen wir gucken. So, die Schiffswerft ist gleich ausgebildet. So, neue Waffen ist noch weit weg. Fangen wir an mit Jägern. Das, was wir jetzt erstmal brauchen. Ah, hier mein Getränk. Was trinken. So, wir fangen jetzt aber erstmal hiermit an, dass wir das hier abschließen, so schnell es geht. Okay, wisst ihr was? Wir schicken mal ganz kurz 2 Divisionen nach Spanien dafür. Ganz schnell aber. Wait, das geht aber nicht gut aus, oder? Okay, Frankreich ist den Commonwealth of Nations beigetreten. Das ist schon mal gut, weil... Commonwealth of Nations ist okay. Können wir auch ein bisschen was absnacken an Nationen. Oh, Deutschland ist ganz schön kriegssüchtig. Und das für den Kaiser. Dann schicken wir unsere Truppen schnell dahin an die Front. Gut.
gute Frage, wie lange das dauert. Wir werden hier jetzt auch erstmal auf Marinebomber, also diesen ganzen Tree brauchen. Boah, brauchen wir. Ein bisschen Kohlensäure. Komm, komm, kommt. Wie lange braucht ihr? Großbritannien ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, da müssen wir jetzt ein bisschen mitmachen. Wir werden den Krieg gegen die Mongolei wohl etwas verzögern. So einfach ist das. Und ihr beide bekommt einen anderen Anführer, und zwar das Rote Heer. Mit diesem hier. Eure Aufgaben wird es sein, Afrika. Und das schnell. Kommt schon, schneller. Zum Glück sind das schon die ganzen Truppen. Da ist keiner mehr weiter hinten. Gut. Wenn wir da jetzt noch große Marionetten bei rauskriegen. Also es ist für mich sogar gar nicht mal schlecht, würde Deutschland fallen oder nicht so gut dabei abschneiden. Viele Männer verlieren. Ihr wisst, was ich meine. Würden sie militärisch schlechter da. Italien ist die Commonwealth of Nations bei. Die sind jetzt nur hier hingegangen. Okay. Ach Gott, was ist das für ein Durcheinander? Die sind doch weiter hinten als gedacht, oder was? Belgien hat kapituliert. Gib euch doch keine Truppen. Was ist das für eine Logik, was die hier machen? Okay, weißt du was? Diese Division geht nach hier. Und hilft dann hier bei dem Vorstoß. Und das schnell. Ihr beeilt euch auch mal. Commonwealth of Nations, da würde ich nicht viel abkriegen mehr. Aber wenn wir sozusagen in Afrika einen Fuß setzen können mit ein paar spanischen Kolonien oder nach oben in Frankreich oder vielleicht noch eine Marionette. Bulgarien ist jetzt auch ein einfaches Ziel. Wir nehmen den Krieg an. In welchem Krieg bin ich zum Teufel? Den hier. Wunderbar, jetzt geht's los. Okay, Leute, dann helft mal. Wir snacken noch ein paar Sachen von der USA, das ist doch wunderbar. Geht mal hier hin, holt euch Montpilla. Keine Ahnung. So, unsere Industrie ist absolut nicht gemacht, gerade für den Krieg. So, deine Aufgabe wird es sein, bis nach da vorzudringen.
Ihr helft einfach hier, so gut ihr könnt. Wir werden auf jeden Fall neben den Panzerjägern primär auch richtige Panzerdivision benötigen. Da kommen wir nicht drum herum mehr. Ihr macht euer Ding, ihr macht das da. Ja, wir sammeln jetzt langsam an Prozente, aber nicht sehr viel. So, Funkortung, wir brauchen ganz viele Radarstationen. Wir haben nur diesen einen Panzer, immerhin Zuverlässigkeit bringt der. Du holst dir einfach die Boni für den Wüstenkampf, Wüstenfuchs und Co. Und wir müssen das Militär ausbauen, ich weiß gar nicht. Ich weiß, dass es nicht schlau ist, unendlich viele Divisionen zu haben. Aber es ist auf jeden Fall besser, viele zu haben. Was? Wir könnten einfach der Schweiz den Krieg erklären noch. Naja, dauert zu lange. So, da wir keine Landungstruppen besitzen, würde ich das so machen, dass wir an einen der deutschen Häfen unsere Jungs sammeln. Ah, nein. Ach da, mein Fehler. Dass wir hier die Truppen sammeln. Dass wir dort einfach gesagt, denn wenn eine Invasion Englands kommt, okay, vielleicht wäre es erstmal einfacher, die Pockets hier zu schließen. Angreifen können. Nebenbei müssen wir halt hier... Ah ja gut, wir haben mit den deutschen Truppen zusammen in Afrika einen Durchbruch erzielt. Holt euch Kairo. Komm, ich will noch ein paar mehr Prozente. Ich würde gerne Gibraltar holen. Vielleicht auch noch. Das ist jetzt unter deutscher Kontrolle, okay. Wir müssen mal gucken, was wir uns noch so alles holen. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Prozent. Dafür wird der Kampf nach... Dafür gehen wir nach Kairo. Wir nehmen eine Handvoll von euch. Ihr geht hier hin, El Alamein. Gut, euer Ziel ist dort. Wobei, ich will 3 Divisionen, die gehen nach hier. Mir egal wie, ihr macht es einfach. Man muss wirklich sagen, wir sind ziemlich gut aufgestellt. Die Leute, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Die Französisch-Britische Union, das heißt, es gibt eigentlich kein Frankreich mehr. Österreich wird eine Marionette. Welchem Bündnis gehörte Österreich dann, bitteschön? Egal. Okay, wir haben eine neue Marionette. Warte mal, Österreich, Österreich-Ungarn, Österreich, Österreich-Ungarn.
Gut, dann gehören die jetzt uns. Das ist gut, das heißt, wir haben noch ein Land mehr, was wir nachher benutzen können für eine Invasion gegen die Europäische Union, nenne ich es mal, die Europäische Verteidigungsliga oder so. Hat die Mongolei noch Glück gehabt erstmal. Ja, ihr macht einfach weiter. Ihr auch, ihr habt ja auch feste Ziele. Ja, ihr sammelt... Warte mal. Okay, ihr könntet euch jetzt zu einer Invasion der Niederlande bereit machen. Ich sehe nämlich, dass Deutschland dort angreifen möchte. Ihr solltet... Ach, das solltet ihr doch einnehmen, meine Leute. Geht nach da, macht euch für eine Invasion bereit. Ich nehme alles an, was unsere Verbündeten uns schicken. Und mittlerweile 21%. Wunderbar, El Alamein. So gleich R El Alamein. Ha! Schlecht. Sehr schlecht. So. Ihr kriegt einen Offensivbefehl, wenn es losgeht. So, und ihr kriegt Verschanzung. Geschwindigkeit der Armee, Organisation bei Verlust. Durchbruch. Das nehmen wir uns nochmal auf. Mehrere kleine Kessel, die will ich dicht haben. So. Eine Landung hier oben, das reicht mir. Nebenbei sind die Eisenbahnknoten bereits durch. Richtig sind sie. Wunderbar. Jetzt kommt erstmal die Grunddefensive, die ich überall mit einem Einserbunker wollte, hier so in diesen wichtigen Gebieten. So wie da auch noch, das habe ich noch nicht gemacht. Und dann können wir uns da schon mal drum kümmern. Die Industrie weiter ausbauen, weil die Industrie ist jetzt erstmal auch sau wichtig. Wobei, wir schließen hier den Kessel, ihr da. Gegen die Marine, die Kriegsmarine kommen wir nicht an, deswegen werden wir möglichst versuchen, einfach über Land zu gehen. Das Großbritannien-Problem hat sich jetzt ja auch erledigt. Wenn wir den Kanal kriegen, könnten wir uns auch gleich von hier aus Irak mit angreifen. Dann können wir so Irak-Iran machen. Und dann von der Türkei aus. Müssen wir mal gucken. Alexandria, bitte. Nee, klappt nicht? Okay. Machen wir noch Plus? Ja, 25 ist schön. Gut, Männer. So, geht jetzt an diese Frontlinie, so. Hier ist auch immer noch ganz viel großes Britannien. Öfter auch an. Ich weiß, die Versorgung ist mies. Aber ihr seid die Besten der Besten. Ihr seid die Elite. Ihr seid die Armee, Leute. Lasst euch das immer gesagt sein. Das sagen wir einfach nur, damit sie sich wohlfühlen. Aber wir haben noch gar kein... Doch, warte mal. Ich wollte sagen, wir haben davon immer nur so ein paar dabei. Na, kommt eine Invasion langsam mal. Wir müssen ja nur noch Großbritannien und Kanada aus dem Weg räumen. Wenn Großbritannien fällt, kann man nach Kanada mit Glück. Ja, Jugoslawien kann uns ruhig verschenken. Jetzt gegen die Mongolei und so Krieg führen wäre blöd. Nicht Unterstützung, sondern ist das Frontlinie? Frontlinie, wunderbar. So. Oh, wir wurden zurückgedrängt. Versorgungstechnisch, ne, ja. Und wir verlieren unsere Truppen. Ha! Ah.
Oh, das. Bin zu langsam für sowas. Das tut weh. Brauche gerade keine Truppen, um die Landung da aufzuhalten. Wenn ihr nicht Griechenland, Niederlande den Krieg erklären wollt, dann mache ich es. Ich hätte Marionettenschwerpunkt machen sollen. Oh, das tut weh. Das waren saftig viele Truppen. Oh, shit. Alter Falter. Gut, wir sollten vielleicht mal. Wir sollten wirklich mal 6 Divisionen nach hier schicken. Die sich dann um die Verteidigung der Linie kümmern. Scheiße. Wir schon mal anfangen. Also ich finde den Drei-Mann-Turm super. Ich finde die mittlere verbesserte Kanone super. Du wirst natürlich wieder ein Jagdpanscher und wir werden dich jetzt erstmal so speichern, bevor wir dich weiter bearbeiten. So. Wir lösen diese Division auf, einfach für die Ausrüstung. Machen direkt hier weiter. Kostenlose Manpower und Ausrüstung halt. Versucht mal da unten welche der Ports zu erobern. Ihr versucht einfach mal hier oben an der Grenze lang zu kommen. Oder da unten hin. 24 Divisionen. Okay, wie viel Manpower haben die ungefähr? Kann man das irgendwie genau nachgucken? Das sind 24 Divisionen. Acht. Das sind 220.000 Mann. Ebenso. Mal eben gefallen. Alter. Was ich natürlich geil finde, ist das Funkgerät. Das bringt Durchbruch und Verteidigung. Hoppla, nee. Das ist die richtige Panzerung? Ja, die. Bei den Rädern, finde ich einfach nur hier Zuverlässigkeit gut. Der Motor ist für mich eigentlich der beste hier, weiß ich auch noch nicht. Sekundärturm. Maschinengewehr ist für nichts Interessantes. So. Wir werden einfach mal eben Adapter für Laufdingsbums, für Durchbruch, Panzerung. Normal würde ich gerne hier auf wassergeschützte Munitionslager gehen, ist aber glaube ich nicht nötig. Können wir denn vielleicht ein anderes Fahrwerk nehmen? Ich will. Das würde sogar, denn das würde passen. Das machen wir dann aber erstmal dahin. Wir haben keine 18 Punkte. Etwas schnellere Panzer sind halt auch nicht schlecht, ne? Wobei, ich glaube, Geschwindigkeit ist gerade bei der Hinsicht, dass wir nicht in den Krieg wirklich. Oh ja, perfekt. Nicht schlecht eigentlich, dass wir eh nicht so ganz. In die Offensive gehen. Sind unsere Truppen schon da zur Verteidigung? Nein. Scheiße, ey. Macht hinne. Ja, die müssen jetzt erstmal wieder neu ausbilden. Okay, Depots haben wir hier. Die müssen wir nochmal irgendwann zusammenlinken, welche wohin gehören. Alter, 200.000 Mann. Sind im Endeffekt sowas wie Prisoners of War wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die komplett weg sind.
So grausam wäre Großbritannien hoffentlich nicht. So, Luftnahtunterstützung. So, wir haben immer mehr Zivilfabriken, die gebaut werden. Und wir sollten vielleicht auf Kriegswirtschaft gehen. Würde uns noch ein bisschen mehr Fabriken geben zum Bau. Wobei wir könnten eigentlich von jeder nur noch eine sozusagen da lassen. Und dann gehen wir mal runter zur... Wow, Straßennetzwerkbau wird lange dauern. Die russischen Waffenfabriken werden wir ein anderes Mal bauen, die werden wir aber alle brauchen. Russland ist unser wichtigster Verbündeter. Die Knoten- und Eisenbahnlinien, Defensive brauchen wir auch alles. Das ist noch sehr viel, was wir hier bauen müssen. Oh lol, nee. Die Sachen, die ich da gerade noch hochgeschoben habe, die Fabriken waren falsch. Das heißt, wir bauen die kurz zu Ende, die Zivilfabriken, und danach gehen wir direkt in den Bau der Militärfabriken. So. Das ist blöd. Das sind viele Truppen, die wir verloren haben. Wie lange brauchen wir hier für die Niederlande? Ach, wird durch Japan garantiert. Leck mich am Arsch. Das heißt, wir werden hier auch Landungstruppen jetzt hinsetzen und warten, bis eine Landung in England passiert. Dass Japan sich das traut. Westpazifik. Also dieses kleine Etwas. Wir nehmen aber gerne die Sachen der USA an. So, verbesserte Jäger, die sind immer schön. Wir produzieren zwar noch keine. Noch ist der Krieg ja auch weit von zu Hause weg. Stellung halten müssen wir jetzt. Das ist ärgerlich. Wir machen zwar hier unten jetzt Progress, verlieren aber Prozente. Nee, noch nicht. Oder später, wir können das nicht aufrechthalten, das ist zu weitläufig. Und hier oben müssen wir eine Defensive aufrechthalten. Mit zu wenig Truppen. Weißt du was? Was drauf? Lass sie zurückfallen. Wir riskieren nochmal eine Division hier. Und du kriegst all deine Truppen. Nochmal nach da unten. Zieht euch zurück. Wir haben andere Truppen, die da oben die Stellung erstmal halten. Wir versuchen bis zu El Alamein durchzubrechen. Tobruk, El Alamein. Und da graben wir uns ein. Kann man eigentlich Bunker bei Verbündeten bauen? Wahrscheinlich nicht. Gut. Die Wasserbomber brauchen wir auch, aber in geringen Mengen. Ich glaube, da reichen 2x5 Fabriken. So. Die haben hier Ausbildungszeit. Hier das Langdoktrin. Also was wir nicht brauchen, ist eigentlich hier polnische Industrie sabotieren. Das hier ist vielleicht nicht schlecht, einmal für die Landdoktrin. Die Wehrpflicht im Osten ist vielleicht nicht schlecht, dass wir diese drei noch machen. Wobei wir können auf die Wehrpflicht scheißen, die lassen wir einfach regulär ausbilden.
alles nicht ganz ideal. Aber ich will auf die Kriegswirtschaft halt gehen. Oh, lol. Da war ich Eigentümer. Ich mir nicht auf. Ich konnte wenigstens Italien zu seiner alten Größe nochmal fast bringen. Hier ist hier oben ist halt. Naja, aber hey, Österreich. Gibt's jetzt ja nicht doppelt. Ist ja auch nicht verwirrend. Gut, Großbritannien. Ich würde gerne eine Verbindung zu meinen Truppen da machen. Zu den Deutschen. Zu meinen Alliierten. Zu meinen Verbündeten halt einfach. Ich habe halt keine... Das ist halt das Problem. Ich habe keine nennenswerte Flotte. Die nennenswert genug wäre, die Flotte zu schimpfen, um eine Offensive zu machen. Weil ich nicht gedacht hätte, dass ich die Person bin, die gegen England in den Krieg ziehen muss. So schnell. Gut, fangen wir an. Einen vorsichtigen Gegenpush bis El Alamein. Wenn wir uns gesammelt haben. Da oben sieht es in Ordnung aus. Meine Division hält die auf. Ich will die einkesseln. Wunderbar. Britische Truppen verloren. Und ich will den strategisch wichtigen Hafen von Tobruk haben. Perfekt, Männer. Ich will, dass ihr hier lang geht und dann versucht, da einen Kessel zu schmeißen. Ach du heilige Scheiße. Könnt ihr das in den Griff bekommen, Verbündete? Aber seid vorsichtig. Ich werde gleich wohl damit Truppen rüber müssen. Sieht so schlecht um meine Ausrüstung aus, Artillerie und Zusatzausrüstung, ja, das wusste ich. Gut. So, dann machen wir noch Ostpläne. So, wie viele Divisionen haben wir jetzt hier? Zwei auch. Komm auch weg, Manpower und Ausrüstung halt. Okay, wunderbar. Kessel. Britische Truppen verderben. Das Verderben der britischen Truppen hier. In El Alamein. In Afrika. Und ihr habt nicht den strategischen Hafen in Tobruk, deswegen könnt ihr auch nicht das aufrechterhalten, die Versorgung. Wir haben hier unten einen strategischen Hafen von Accra. Ich will El Alamein halten. What? The heck? Sind hier Grüne bei? Ja, ich sehe. Nein. Nein, ihr geht nach Hause auf eure Front. Ihr sammelt euch hier neu. Wir werden hier nur so eine Suezkanal-Offensive machen und uns dann eingraben. Wobei, ihr könntet nach hier oben und nach Port Said gehen. Zwischendurch auf dem Weg dahin das eine Luftfeld ausschalten. Giza und Kairo erobern. Das wäre eine Idee. Jetzt wird es auch langsam problematisch mit der Versorgung.
Gut. Unten jetzt auch weiter. Mit diesem blöden Kessel loswerden. Wir haben dann eine Verbindung zu den deutschen Truppen gemacht. Kairo und der Port werden gehalten. Einmal bitte nach da unten. Ja auch. Ich muss ja hier irgendwo eine Defensivlinie ziehen. Für uns. Hier, der Flughafen, der muss weg. Solange sie eine Luftüberlegenheit haben, haben wir ein Problem. Landung? Großbritannien? Negativ. Noch keine Landung. Schlecht. Gut. Wie machen wir es? Wir nehmen jetzt hier die Hälfte. Ihr geht nach da. Der Rest, der überbleibt, geht nach da. Und dann werden wir gleich erstmal gucken. Er versucht aber erstmal kurz auf die andere Seite davon zu kommen. Wir brauchen den Suezkanal. Der Suezkanal ist auch eine Sache, die ich komplett unter meiner Kontrolle haben will. Wenn das klappt. Den sehe ich nämlich als kleinen Leckerbissen für uns. Den müssen wir auch den halten. Gerade auch wenn wir zum Beispiel Gibraltar gesichert kriegen. Nein, Italien. Keine Ausrüstung. Danke, Italien. Wieso macht ihr denn hier eine offene... Das sind die Deutschen. Okay. Die spinnen doch. Hier mit Offensiven anzufangen? Geht mal nach da oben, nach Tel Aviv. Okay, alle die hier sind... Bleiben hier. 16 Divisionen haben wir denn da. Die 16 Divisionen werden das hier oben einfach clearen. Und die restlichen Divisionen hier unten werden einfach den deutschen Truppen helfen. Nee. Bis nach Beirut hoch. Und deutsche Verstärkung. Guck mal, die polnischen Truppen. Polen. Man hätte Polen als Verbündeten haben sollen im Zweiten Weltkrieg, nicht als Gegner. So einfach. Auf dem Weg hierhin bitte einmal das ausschalten und hier uns bitte mal Platz verschaffen. Und diese Division wird sich das holen. Und dann einfach mal hier hin, da hingehen. Weil ich will den Flughafen hier nicht sehen. Dann nach Homs. Genau, ihr kesselt, ihr greift an. So. Die verteidigen Beirut zwar noch mit allem, was sie haben. Weiter verbesserte Panzer. Und ein bisschen weit weg. Wir können aber trotzdem noch die leichten Panzer verbessern. Gut, wir kesseln die mal ganz schnell, während... Ja, ihr braucht gar nicht beim Kesseln zu helfen. Das machen die schon ganz wunderbar. Das ist auch immer in der einen Folge. Das ist noch immer gut. Weißt du was, ihr geht einfach hier an dieser Front entlang. Genau. Und ihr macht eine weitere Offensive da. Und ich trinke mal kurz was. Gut. Wir brauchen mehr Männer. Da unten, sonst haben wir gleich ein Problem. Ist aber gut, dass wir hier noch welche haben. Dann können wir schnell die Defensive aufnehmen. So, wir holen uns jetzt Beirut. Gehen nach Aleppo durch. Ihr nach da, wunderbar. Schon 30%? Ja, oh mein Gott, schon 30%? Invasion Großbritannien? Negativ. Letzte Kessel hier unten werden ausgemerzt. Na,
Nein, nein, nein. Ihr müsst da nicht mitmachen. Ihr geht nach hier. Seid vor den Deutschen in den Städten. Okay, der Deutsche wird vor uns da sein. Noch nicht. Ah, wunderbar. Nochmal kurz diese Gebiete hier auslöschen. Ah, das ist schön. Es ist gut, wenn ein Afrika-Korps wunderbar klappt. Könnte da einfach reingehen. Perfekt. So, jetzt werdet ihr hier unten... Habt ihr jetzt irgendwie noch... Ne, jetzt habt ihr nichts mehr. Jetzt werdet ihr alle nach hier unten gehen und diese Front stärken. So, was hast du? Nix, okay.